Willkommen bei Schlesienjournal. Der erste Sonntag im Juni ist für viele Oberschlesier ein Tag, an dem sie auf den St. Annaberg pilgern, und zwar zur Wallfahrt der Minderheiten. Sie kommen aus nah und fern, um in Gemeinschaft zu heiligen Anna zu beten und ihr ihre Sorgen anzuvertrauen. So war es auch in diesem Jahr. Der erste Junisonntag ist für viele Oberschlesier seit Jahren ein besonderer Tag, denn an diesem Sonntagmorgen kommen sie auf dem St. Annaberg zusammen und vereinen sich im Glauben. Auch dieses Mal war es nicht anders. Unter den Pilgern Menschen, die quasi am Fuße des Heiligen Berges wohnen, aber auch Gläubige aus der Woiwodschaft Schlesien und der Bundesrepublik. Mit Hoffnung, dass unsere Minderheit jak najdłużej jeszcze będzie tutaj na tych terenach akcentowała swoje istnienie. Ostatnie lata nie są dla nas łatwe. Mieliśmy nadzieję, że po zmianie rządu że to się wyraźnie zmieni. No co prawda tutaj w Polsce się to zmieniło, ale czynniki zewnętrzne nie dają nam spokoju i sytuacja jest trudna. Der Gott versteht in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch auch. Türen gibt es manchmal unmöglich, aber Gott versteht mit allen Sprachen. Und diese Pilgerfahrt für mich ist sehr wichtig, für meine Familie auch. Heilige Anna ist für uns sehr wichtig, weil meine Heimat, Dombrowska, dort ist auch die Kirche unter dem Namen der Heiligen Anna. St. Hubert und auch Heilige Anna. Zum ersten Mal in der fast 30-jährigen Geschichte fand die Minderheitenwallfahrt im Regen statt. Die Heilige Messe hielt der Oppelner Bischof Andrzej Czaja. Das Motto lautete dieses Jahr: Durch die Gnade Christi berufen, lasst uns fest zu seinem Evangelium stehen. In seiner Predigt richtete Bischof Czaja eine Botschaft an die Einwohner von Schlesien. Dzisiejsze środowisko mniejszościowe, ale też Ślązaków tutaj na tej ziemi Śląska, czy to tego Śląska, my mówimy opolskiego, czy bardziej tego Czarnego Śląska, nieraz generalnie Górnego Śląska, upomina się o poszanowanie po prostu tej kultury szerokiej, szeroko rozumianej kultury śląskiej i mowy. To oznacza także nie tylko troskę o to, żeby mógł przetrwać na tej ziemi język niemiecki, ale w sercach też kultura niemiecka, w sercach tych, którzy tę mniejszość stanowią, ale też to jest wołanie o przetrwanie tej kultury takiej śląskiej i tej mowy śląskiej, tej gwary śląskiej. Chodzi o to, żebyśmy tutaj na tej ziemi żyli w zgodzie, pojednani, a jednocześnie w takim wielkim otwarciu na różnorodność, na bogactwo i to narodowe, i to kulturowe, i to etniczne. Eine Vielfalt der deutschen Kultur in Oberschlesien präsentierten im Anschluss Kinder und Jugendliche der deutschen Minderheit. Im Zelt am Pilgerheim hat der schlesische Selbstverwaltungsverein ein Festival der Kinder- und Jugendgruppen veranstaltet. Mit 28 Auftritten erfreuten oberschlesische Kinder die Herzen der Pilger. Jak tworzone było po raz pierwszy przegląd zespołów dziecięcej, młodzieżowej mniejszości niemieckiej, to było pewne wyłuskanie i próba pokazania tego, czym te zespoły rozproszone w województwie polskim, w województwie śląskim dysponują i spróbowanie połapania tego wszystkiego na jednej scenie, pod jednym dachem. Myślę, że takie były początki. Przez lata sam przegląd tak się rozwinął, że to już działa w drugą stronę. Zespoły chcą do nas przyjechać i pokazać to, co przygotowały w minionym roku. Bereits seit 29 Jahren präsentieren sich traditionelle schlesische Trachten und Tanzgruppen auf der Bühne. Aber auch moderne Kindertanzformen finden hier ihren Platz. Einen weiteren Grund zum Feiern gab der Verband der Deutschen Gesellschaften, der seit 30 Jahren eine Partnerschaft zum Bund der Vertriebenen des Landesverbandes Thüringen pflegt. Die ersten Jahre, wo wir das aufgebaut haben, da ging es darum, Deutschlehrer zu organisieren, die hier wieder die deutsche Sprache festmachen. Das war ganz interessant und wir konnten da auch helfen. Wir haben auch schön Schulen gegründet mit Eichendorf-Schulen, Goethe-Schulen, um das bilingual zu unterstützen. Das hat viel Freude gemacht. Diese Zusammenarbeit trägt bis heute ihre Früchte. Rafał Bartek, der Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Gesellschaften, und sein Vorgänger Bernhard Geider wissen es zu schätzen. Wir haben ständig Kontakt. Das war auch wichtig, weil wir müssen ja auch sehen, dass wir die Heimatvertriebenen in Thüringen und die Heimatverbliebenen hier in Schlesien, das sind ja Kulturträger der gleichen Kultur. Und die kann man nur zusammen sehen. Das heißt, dieses
was wir nach der Wende hingekriegt haben, diese Zusammenarbeit wieder, ist existenziell für alle. Gespräche und Austausch sind Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit. Dabei spielen auch Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle und werden von der Landsmannschaft unterstützt. Das Festival der Kinder- und Jugendgruppen Leschnitz 2024 bot einen festlichen Rahmen für das 30-jährige Partnerschaftsjubiläum. Für August ist eine Jubiläumsfeierlichkeit in Thüringen geplant. Die Wallfahrt endete traditionell mit einer Nachmittagsandacht in der Basilika. Und schon heute laden die Veranstalter am 1. Junisonntag im nächsten Jahr auf den Annaberg ein. Und nun die Infos im Schlesienjournal. Eine Delegation der deutschen Regierung besuchte Anfang Juni die Oppelner Wojewodschaft. Unter den Besuchern waren Dietmar Nitan, Koordinator des Auswärtigen Amtes für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Nathalie Pawlik, Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sowie der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband. Auf ihrem Programm stand ein Treffen mit der deutschen Minderheit. Was ich auch immer ganz deutlich sage, und das war auch der Rat, den ich heute unseren Freunden von der deutschen Minderheit hier in Polen gegeben habe, ist, ihr seid nicht die deutsche Minderheit der deutschen Regierung. Genauso wenig wie ich die dänische Minderheit der dänischen Regierung bin. Das heißt, wir müssen nicht immer alles verteidigen, was eine derzeit amtierende Regierung dann an Politik durchführt. Wobei ich mich ganz schnell beeilen möchte und sagen möchte, ich habe eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung und mit der deutschen Ampelkoalition genauso sehr, wie wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der dänischen Regierung haben. Aber da, auf diesem Weg hin, dorthin, ist es für viele Minderheiten in Europa und in der Welt noch ein langer Weg. Und da gilt es, diplomatisch und schlau sich zu positionieren. Bei dem Treffen mit der deutschen Minderheit in Oppeln wurde über die Rolle der deutschen Minderheit vor Ort und in den deutsch-polnischen Beziehungen genauso gesprochen wie über die Identität der Minderheit, die Projektarbeit und Fördermöglichkeiten. Die Delegation sprach auch mit Kommunalpolitikern auf der Regionalebene. 20 Jahre Polen in der Europäischen Union. Haben wir die Chancen und Möglichkeiten genutzt? Unter diesem Motto wurde in Walzen eine internationale Podiumsdiskussion veranstaltet. Dazu haben am 29. Mai Jugendliche vom Jugendrat in der Gemeinde Walzen eingeladen. Uważam, że Unia Europejska jest bardzo dobrym sojuszem. Dużo korzyści mamy z tej Unii Europejskiej. Jak tam na debacie było wspomniane, możemy podróżować z państwa do państwa bez granic, bez kontroli. Jest to bardzo korzystne. Mamy dużo funduszy, możemy składać wnioski na pieniądze, dostajemy dofinansowania, są budowane nowe inwestycje, z czego młodzież się cieszy i może korzystać. An der Diskussion haben auch Vertreter des polnischen Außenministeriums, des deutschen Generalkonsulates in Breslau, der deutschen Minderheit, Sejm-Abgeordnete sowie Vertreter der tschechischen Partnerstädte von Walzen teilgenommen. Diskutiert wurde auch über die Zukunft der Europäischen Union. Ich glaube, die Zukunft Europa ist in guten Händen und ich bin immer optimistisch. Also ich glaube, wenn wir uns alle unterstützen werden und wenn wir uns alle anstrengen, dann können wir uns und unseren Kindern nicht nur Sicherheit in Europa anbieten, aber auch Entwicklung. Nach der Debatte präsentierten Kinder und Jugendliche ihr Talent auf der Bühne. Zum Mitmachen beim Unterhaltungsprogramm wurden auch Frauen der hiesigen Gesangsgruppe eingeladen. Mit Motorrädern, Oldtimern und Elektrofahrzeugen legt der europäische Verein Wheels for Europe mit Sitz in Mainz auf den Straßen Europas ein rollendes Bekenntnis für Europa ab. Und das nun schon seit 5 Jahren. Nach Reisezielen wie Frankreich oder Italien waren nun Breslau und die Wojewodschaft Oppeln dran. Das Reiseziel Polen wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Mitgliedschaft Polens in der EU gewählt. Wir haben das große Glück, in einer Europa zu leben, in dem es seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr gegeben hat. Und diese europäische Einigung ist eine zentrale Einheit und die Klammer eigentlich dafür und die Garantie.
Und wenn man die anderen Kulturen und die anderen Menschen persönlich kennengelernt hat, dann ist das eigentlich die beste Basis dafür, dass man keine Feindschaft aufbauen kann. 68 Mitglieder des Vereins rollten mit 25 Oldtimern und 40 Motorrädern sowie einigen Elektroautos durch Schlesien. Viele der motorisierten Gäste waren zum ersten Mal in Polen. Andere wiederum sind hier verwurzelt und nutzten die Gelegenheit, um die Heimat ihrer Vorfahren zu besuchen. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.